Chelkarin ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze und existiert seit der vierten Spielgeneration, ist die Weiterentwicklung von Chelast und entwickelt sich zu Chelterra. Seine Vorstufe Chelast ist neben Panflam und Plinfa eines der Starter-Pokémon aus Sinnoh, für das man sich in Pokémon Diamant, Pearl und Platin entscheiden kann. Chelkarin ist ein schildkrötenartiges Pokémon mit hauptsächlich hellgrüner Haut und einem ockergefärbten Panzer, der von der Stirn ausgehend Rücken und Schweif bedeckt. Dieser besteht aus gehärteter Erde und passt sich der Form von Chelkarins Körper an. Zudem ist er äußerlich gegliedert und mit drei braunen, länglich verlaufenden Graten aus der Oberseite versehen. Links und rechts aus dem Panzer wachsen zwei buschartige Pflanzen. Die kräftigen Beine von Chelkarin enden in gelb gefärbten Füßen mit jeweils drei Krallen. Der Unterkiefer ist ebenfalls gelb gefärbt und hat dreieckige Fortsätze und der Oberkiefer hat eine hakenförmige Spitze und trägt schmale Nasenlöcher. In der Shiny-Form sind die hellgrünen Bereiche seines Körpers gelb gefärbt, die ehemals goldbraunen Bereiche erscheinen türkis. Nach der Entwicklung hat Chelkarin zunächst mit seinem deutlich höheren Gewicht zu kämpfen. Hat es dies dann aber unter Kontrolle, kann Chelkarin sein Gewicht in starke Attacken wie Body Slam oder Rampos stecken. Der robuste Panzer schützt Chelkarin vor größerem Schaden. Durch seine versteckte Fähigkeit Panzerhaut erleidet Chelkarin außerdem keine Volltreffer mehr, sofern das gegnerische Pokémon nicht die Fähigkeiten Überbrückung, Turbobrand oder Terravolt besitzt. Chelkarin ist außerdem mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Attacke Pflanzen sollen zu erlernen. Pflanzen sollen richtet im Kampf nicht nur größeren Schaden an, sondern gehört auch zu den sogenannten Kombinationsattacken. Chelkarins reguläre Fähigkeit Notdünger ist die Standardfähigkeit aller Starter-Pokémon des Typs Pflanze. Besitzt ein Pokémon mit Notdünger nur noch ein Drittel oder weniger seiner maximalen Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke von Pflanzenattacken um 50%. Werden KP regeneriert, normalisiert sich die Stärke wieder. Chelkarin lebt hauptsächlich in Wäldern in der Nähe von Gewässern. Es verlässt die Wälder aber tagsüber, um Sonnenlicht auf die Büsche auf seinem Panzer scheinen zu lassen. An diesen wachsen dann schmackhafte Beeren, die einige andere Pokémon anlocken. Im Anime wachsen dort stattdessen eichelartige Nüsse. Chelkarin hat die Fähigkeit zu spüren, wo reines Wasser entspringt und bringt andere Pokémon dann zu diesen Quellen. Dabei ist Chelkarin der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und gewinnt bei der Entwicklung deutlich an Gewicht und Größe. Der Panzer wird deutlich größer und die Farbe wechselt von braun zu gelb. Generell wird die Körperfarbe dunkler und der Ast von Chelast verschwindet, dafür hat Chelkarin einen großen Busch auf seinem Rücken. Es muss außerdem nicht mehr ständig Wasser zu sich nehmen, um seine Pflanzen im Körper nicht verwelken zu lassen. Bei der Entwicklung zu Chelterra gewinnt es erneut ordentlich an Gewicht und Größe und seine Körperfarbe wird noch dunkler. Der Busch auf seinem Rücken verschwindet und ein großer Baum entfaltet sich. Dabei wird in den Spielen die Entwicklung von Chelast zu Chelkarin auf Level 18 und zu Chelterra auf Level 32 ausgelöst. Und mit seinem Typ Pflanze nimmt es halben Schaden gegen Boden, Wasser, Pflanzen und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Flug, Gift, Käfer, Feuer und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.